Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissenschaft fürs Wohnzimmer an diesem Donnerstagabend. Mein Name ist Stefan Jurecke und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einem Vortrag über, wie sich Krankheiten im Meer verteilen. Darüber wird uns Lara gleich etwas erzählen, bevor es soweit ist. Einmal, wie es immer abläuft, wenn ihr Fragen während des Vortrags habt, stellt sie gerne in den Chat, lasst uns ein Like da und schreibt was in die Kommentarliste, wenn ihr dieses Video als Aufzeichnung seht. Abonniert unseren Kanal, all diese Sachen würden wir uns drüber freuen. Ich bin Wissenschaftler am GEOMAR inzwischen und arbeite an Ozeanmodellierung und wie sich der Ozean bewegt und wie man das an Computern darstellen kann. Und bin hier aber nicht alleine, sondern habe hier noch liebe Kolleginnen dabei und gebe jetzt eben einmal, bevor wir zum Vortrag kommen, einmal an meine Kolleginnen ab und dann sehen wir uns gleich beim Vortrag. Hallo, ich bin Julina. Ich bin am AWI in Bremerhaven tätig und sitze in der internationalen Zusammenarbeit und mache da Projektmanagement und Outreach. Bin also nicht konkret in der Naturwissenschaft tätig, aber freue mich umso mehr bei Wissenschaft fürs Wohnzimmer mit dabei zu sein. Super, herzlich willkommen. Ja, ich bin Rebecca und ich bin auch am AWI. Ich bin Wissenschaftlerin und so, weil Stefan am Tisch arbeitet, ich bin mit Geräten ins Meer und bin physikalisch oceanografieren. Ich glaube, das ist ein Wort. Und wir haben, so, ich bin ein bisschen erkaltet, aber es ist kein guter Grund für mein Deutsch. Ich studiere Meeresphysik und die Strom im Arktis und warum die Gletscher in Grönland schmelzen. Und wir sind alle sehr froh heute Abend, dass Frau Dr. Laura Schmidtmann hier ist. Und wir sind sehr begeistert, alle über sein Thema zu hören und so mit. Und so bitte, Laura, bitte retten wir. Ja, danke, Rebecca. Und hallo zusammen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und euch ein bisschen was über meine Forschung erzählen kann. Ich bin Wissenschaftlerin am GEOMAR in Kiel. Und ich bin Biologin von der Ausbildung her. Ich habe mein Studium und meine Doktorarbeit war in der Meeresbiologie. Und für meine Postdoc-Stelle jetzt nach dem Doktor bin ich in eine physikalische Gruppe am GEOMAR gewechselt, in die Ozeandynamik. Und hier arbeite ich an der Schnittstelle von Biologie und Physik. Und ich werde jetzt die Präsentation starten. Denn es geht heute darum, wie sich Krankheitserreger im Meer verbreiten. Also wie sich Viren oder Bakterien mit Meeresströmungen verbreiten. Und anfangen möchte ich gerne mit diesem schönen Bild. Denn ich glaube, ich würde sagen, ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, dass wir alle sehr gerne am Meer sitzen und auf die Wellen schauen, dem Meeresrauschen zuhören. Und letztendlich alles, was wir dort sehen, ist das Produkt von physikalischen Prozessen. Also wir haben Wind, wir haben Wellen, wir haben Gezeiten, Meeresströmungen, die angetrieben sind durch den Wind, aber auch durch Temperatur- und Salzgehaltsunterschiede. Und alle diese physikalischen Prozesse sind nicht nur hübsch anzusehen, wenn man am Meer sitzt, sondern sie sind auch sehr, sehr wichtig für die Biologie im Meer und für biologische Prozesse. Unter anderem werden Krankheitserreger, Viren und Bakterien sind nicht alle Krankheitserreger, das ist mir sehr wichtig an dieser Stelle zu sagen, aber es gibt welche, die Krankheiten auslösen. Und wie andere Teile des Planktons treiben sie erstmal im Meer und werden durch Meeresströmungen verbreitet. Und das Besondere ist, dass wir hier sehr schnell von ganz anderen Skalen sprechen als an Land. Also wenn zum Beispiel jetzt mit mir im Raum oder hinter mir jemand steht, der eine Virusinfektion hat und mir in den Nacken atmet, dann stecke ich mich höchstwahrscheinlich an. Aber wenn jemand zwei Räume weiter in der Küche ist und dort die gleiche Virusinfektion hat, dann ist das für mich hier wahrscheinlich relativ ungefährlich, weil bis die Viren sich durch die Luft bis hierher verbreitet haben, sind sie entweder nicht mehr infektiös oder die Konzentration ist so gering, dass ich mich nicht anstecke.
Im Meer sind wir da relativ schnell bei Skalen von Kilometern, Dutzenden Kilometern oder vielleicht auch mehr. Also hier ja, sprechen wir einfach von ganz anderen räumlichen Skalen. Und wenn ich jetzt über Krankheitserreger rede, dann rede ich nicht über Dinge, die uns krank machen, sondern die Tiere und Pflanzen im Meer krank machen. Also auch dort gibt es ganz viele verschiedene Infektionskrankheiten, die zu Massensterben führen. Oft bemerkt man sie allerdings erst, wenn sie schon relativ weit fortgeschritten sind oder wenn es wirklich Massensterben werden, wie zum Beispiel in 2013, 14 im Pazifik, an der nordamerikanischen Pazifikküste, gab es ein riesiges Seesternsterben. Die sogenannte Sea Star Wasting Disease. Und es gibt keine wirklich gute deutsche Übersetzung, aber wir so ein Verwittern von Seesternen, wo sie letztendlich ihre Arme verlieren und auseinanderfallen, hat da ganze Populationen ausgerottet. Und es waren über 20 Seesternarten betroffen. Also das war also wirklich eine Infektionskrankheit, die auch artübergreifend wirkt. Und die Auswirkungen sind immer noch zu spüren. Also Seesterne, das hier ist jetzt eine Zeitraffer aus der Kieler Förde, also nicht aus dem Pazifik, sondern hier direkt vom Institut, wo ich arbeite. Seesterne sind einfach ein wichtiges Teil des Ökosystems. Also hier sieht man, wie sie in zwar sehr langsam, aber sehr effektiv sich die Miesmuscheln einverleiben, die in der Kieler Förde leben. Also es sind sehr wichtige Prädatoren tatsächlich. Und wenn so eine Gruppe einfach komplett aus dem Ökosystem verschwindet durch eine Infektionskrankheit, dann hat das sehr weitreichende Folgen. Das hier sind diese charmanten Kandidaten, hier sind Lachsläuse. Die haben nichts zu tun mit den Läusen, die wir bekommen können, sondern das sind kleine Krebstiere, die sich an Lachsen, Forellen, anderen Salmoniden an der Haut festsaugen und sich von den Fischen ernähren. Und diese Lachsläuse, die sind nicht so schlimm, wenn es ein oder zwei sind. Das ist relativ häufig, damit kommen die Fische gut klar. Aber wenn die Infektion überhand nimmt, wie zum Beispiel hier, dann bekommen die Fische einfach große offene Wunden, die sich weiter infizieren mit anderen, mit bakteriellen oder viralen Infektionen. Und ja, das führt zu großen Ausfällen, unter anderem in der Lachs-Aquakultur. Also dort, wo Fische einfach auf sehr, sehr engem Raum gehalten werden, können sich diese Krankheitserreger auch dementsprechend schnell vermehren, weil sie einfach sehr viele Wirtstiere auf kleinem Raum haben. Man kann allerdings sagen, was in der Aquakultur passiert, bleibt nicht unbedingt in der Aquakultur. Also das hier ist eine Aufsicht von Lachs-Aquakultur. Das sind so wirklich riesige Netze, die mitten im Meer hängen und die sind komplett wasserdurchlässig. Also die Aquakultur ist darauf angewiesen, dass letztendlich sich das Wasser automatisch austauscht in diesen Lachsnetzen. Und alles, was drin ist, wird weggespült. Diese Lachsläuse, die bleiben am Fisch, aber wenn sie sich reproduzieren, also wenn sie die Larvenstadien ins Wasser geben, die werden dann mit Meeresströmung einfach weiter verbreitet, weg von der Aquakultur. Die Lachsläuse infizieren wilde Lachse, die daran vorbeischwimmen oder die aus den Flüssen rauskommen. Und ja, die Infektion wird somit auch auf wilde Populationen übertragen, wo sie deutlich schwieriger zu kontrollieren und zu monitoren ist. Also wenn man jetzt ein Netz voller Fisch hat, wo man wöchentlich nachschauen kann, wie sich die Infektion entwickelt, dann ist das natürlich relativ einfach. Aber was wirklich im offenen Meer passiert, das ist einfach ein großes Mysterium. Und ja, das ist so die Frage, die mein Forschungsprojekt und meine Forschung gerade antreibt. Also wie viel verbreiten sich Krankheitserreger im Meer? Woher kommen sie? Wohin gehen sie? Wie schnell passiert das? Wie weit sind diese Prozesse? Und da das eben so schwer ist, sich direkt im Meer anzuschauen, bin ich eben in dieser physikalischen Gruppe gerade, wo meine Kollegen Experten für Strömungen sind und wie man diese Strömungen am Computer simulieren kann. Also in der Ozeandynamik haben wir Ozeanographen, die ja eben diese physikalischen Prozesse im Ozean am Computer berechnen und solche sogenannte Ozeanmodelle erstellen. Also hier sieht man jetzt sozusagen ein Abbild der Strömungen im Meer. Hier ist der Golfstrom, der sich hier nicht wie so ein gerader Strom, sondern wie so ein Band an Wirbeln entlang zieht. Und
ja, das ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch sehr praktisch, denn diese Ozeanmodelle kann ich dann nutzen, um zu schauen, wie sich Krankheitserreger mit diesen Strömungen bewegen, ohne dadurch, ohne sozusagen die Krankheitserreger, einzelne Bakterien oder Viren im Meer zu verfolgen. Noch ein bisschen mehr zum Hintergrund, wie so Ozeanmodelle eigentlich wirklich funktionieren, was es eigentlich ist. Also letztendlich simuliert man Temperatur, Salzgehalt, die biogeochemischen Prozesse im Meer und letztendlich Meeresströmungen. Und das Ganze macht man nicht für ja sozusagen jeden Wassertropfen im Meer, das sind einfach viel zu viele Wassertropfen, sondern man zerlegt den Ozean in Würfel letztendlich. Also man zieht so ein Gitter über den Ozean und berechnet dann diese ganzen Parameter pro Würfel. Also man nimmt an, dass dieser Würfel eine Temperatur hat, ein Salzgehalt, eine Strömung. Wenn die Strömungsrichtung zum Beispiel in diese Richtung geht, dann hat es natürlich auch einen Einfluss auf die benachbarten Würfel. Wenn die Temperatur hier höher ist als dort, dann wird sich auch die Temperatur im benachbarten Würfel irgendwann ändern. Das Ganze kann man sich ein bisschen vorstellen wie Pixel. Also je höher auflösend mein Modell ist, je kleiner diese Boxen sind, für die ich das berechne, desto besser wird auch das Bild, das ich vom Ozean bekomme. Also desto höher wird die Auflösung. Allerdings werden dann auch die Datenmengen dementsprechend größer. Also wir brauchen deutlich mehr Rechenleistung am Computer. Alles dauert viel länger und die Datensätze, die produziert werden, werden dementsprechend extrem groß. Das sind jetzt Simulationen, das sind Modelle, das sind Vorhersagen. Das sind ja erstmal noch keine Messungen. Also einige Leute sind einfach relativ skeptisch, was diese Modellierung auch angeht. Und daher, also es ist generell sehr wichtig, dass man Vorhersagen auch überprüft. Und das macht man durch den Vergleich mit tatsächlichen Messungen im Meer. Ein Beispiel, das war jetzt von einer kleinen Ausfahrt, die wir im Frühling dieses Jahr hatten, da hatten wir so 6 Oberflächendrifter dabei. Diese Oberflächendrifter haben hier so einen kleinen Schwimmkörper, da ist ein GPS-Sender drin und eine Batterie, also der sendet so alle paar Minuten seine Position. Und hier unten dran war so ein ungefähr 50 cm großes Metallsegel, also so ein Kreuz aus Metallplatten. Es hat sehr, sehr viel Widerstand im Wasser. Das heißt, das hing an so einem Drahtseil auf 3 Meter Tiefe. Das heißt, das hat sich mit dem Wasserkörper in 3 Meter Tiefe bewegt und hat diesen kleinen, relativ leichten Schwimmkörper mitgezogen. Der guckt nur so, hat nur so 1-2 Zentimeter aus dem Wasser geguckt, mal gerade so, dass er das GPS-Signal senden kann. Und so kann man verfolgen, wie sich diese Meeresströmungen, wie schnell und in welche Richtung sie sich bewegen, dadurch, dass man die GPS-Koordinaten hat. Gleichzeitig hatte der noch einen Temperatursensor, also wir haben gleichzeitig auch die Temperatur gelockt über die Zeit in dieser Wassertiefe. Und das sind dann zum Beispiel Daten, die man mit Simulationsdaten aus Ozeanmodellen vergleichen kann, um zu schauen, ob das übereinstimmt. Wir hatten jetzt 6 von diesen Driftern dabei. Das Ganze gibt es auch in größer. Also das ist ein Screenshot vom Global Drifter Programm. Die haben auch eine Homepage, da kann man hier jeden einzelnen dieser Drifter, die gerade unterwegs sind, anklicken, kann schauen, wo der herkommt, wie lange der schon im Wasser ist, was der für eine gemessene Temperatur, einige Salzgehalt, und man kann sich auch die Profile anschauen. Das sind natürlich deutlich mehr Datenpunkte, aber es ist immer noch nicht jeder Punkt im Ozean. Also wir haben halt diese Observationsdaten, die nicht komplett flächendeckend sind und ja auch immer nur einzelne Zeitpunkte. Das wird ja auch nicht für jeden Ort im Ozean die ganze Zeit gemacht. Aber das sind immer noch sehr viele Daten, die man dann letztendlich auch mit den Ozeanmodellen, mit den Simulationen vergleichen kann. Genau, und jetzt, das waren jetzt erstmal nur was zu den Ozeanmodellen, wie man Strömungen simuliert, und eigentlich wollten wir zur Ausbreitungsanalyse, also woher und wohin gehen Krankheitserreger im Meer. Und dazu habe ich noch einmal einen kleinen Ausflug. Und zwar, ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass relativ viele den Film Findet Nemo kennen oder schon mal gesehen haben. Und ich habe erst relativ spät realisiert, dass
Nemos Papa und Dory in einem Ozeanstrom unterwegs sind. Und zwar, wenn sie die Schildkröten treffen. Und sie sind ganz lange auf der Suche nach dem ORS. Sie wollen immer zum ORS, dem ostaustralischen Strom, der sie möglichst schnell zu Nemo bringen soll. Und im Film wird es dargestellt als so ein Highway im Meer, den die beiden ja besteigen können sozusagen, und dann werden sie auf ganz geradem Wege schnurstracks an ihr Ziel geführt, bis sie irgendwann aussteigen, wenn sie sozusagen die Stelle erreicht haben, wo sie hinwollen. Und jetzt im Nachhinein finde ich sehr schön, dass dieser Strom es in den Film geschafft hat und dass er da so einen prominenten Teil hat. Allerdings ist es auch nicht ganz so einfach wie im Film dargestellt. Also Organismen im Meer können jetzt nicht ganz gezielt ganz bestimmte Ströme sozusagen entern und werden dann auf ganz geradem Wege direkt immer ans gleiche Ziel geführt. Also Ozeanströme ändern sich, sie bewegen sich jeden Tag, im Winter sind sie anders als im Sommer. Und deshalb machen wir sogenannte Lagrange-Ausbreitungsanalysen. Hier sieht man jetzt im Hintergrund diese Pfeile, zeigen die Strömungsrichtung und Strömungsgeschwindigkeit an den jeweiligen Stellen. Je dicker der Pfeil, desto schneller die Meeresströmung an der Stelle. Das ist jetzt Daten aus dem Ozeanmodell, das ist sozusagen die Basis für die Ausbreitungsanalyse. Und der nächste Schritt ist, dass wir passiv driftende Partikel mit dieser Strömung treiben lassen. Diese passiv driftenden Partikel sind in meinen Experimenten Krankheitserreger. Sie können aber auch Fischlarven darstellen oder alles, was irgendwie passiv mit Strömungen verdriftet. Das, was ja denjenigen interessiert, der diese Analysen durchführt. Wenn wir jetzt an dieser Stelle am 3.1.2009 einen passiv driftenden Partikel aussetzen, dann befindet er sich am 28.1., also nach knapp einem Monat, hier. Und er hat auf dem Weg diese Strecke hier zurückgelegt. Ich habe das jetzt noch als kleine Animation. Hier sieht man ein paar mehr Zeitpunkte innerhalb dieses Monats. Man sieht im Hintergrund, wie sich die Ozeanströme verändern. Also man verfolgt diesen Partikel sozusagen jeden Tag und berechnet, in welche Richtung und wie weit er gekommen ist. Das Ganze macht man jetzt nicht nur einmal, sondern man macht es öfter, denn wenn man den Partikel jetzt ein ganz kleines bisschen weiter nach Norden oder nach Westen aussetzt, also wirklich nur minimal an eine andere Stelle, hat man ein anderes Ergebnis. Deshalb macht man das Ganze relativ oft, bis man eine statistisch belastbare Aussage treffen kann, darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass von hier ein passiv driftender Partikel oder Organismus innerhalb eines Monats in diesen Bereich kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, also je gelber hier, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Er könnte auch hier landen, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Er könnte sogar hier unten landen, aber die Wahrscheinlichkeit ist noch geringer. Also man kann sozusagen, indem man dieses Experiment ganz oft wiederholt und ganz oft diese Simulation durchführt, einen Bereich eingrenzen, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass etwas hingedriftet wird, und dadurch Konnektivitäten ausrechnen. Also dieser Startort und dieser Ort hier, die Konnektivität ist sehr hoch, weil viele Partikel von hier nach dort verdriftet werden. Die Konnektivität vom Start zu hier unten ist dementsprechend geringer. Und ich habe das Ganze jetzt nochmal als kleinen Live-Einschub dabei. Dazu brauche ich eine klitzekleine Sekunde. Ich gehe nämlich jetzt hier auf eine Website. Und zwar vom Herion-Institut in Geesthacht. Das ist auch ein Helmholtz-Institut wie das GEOMAR. Aber es ist in Geesthacht. Und ich hoffe, dass ihr das alle seht. Solange ich keine Beschwerde höre, gehe ich davon aus, dass es funktioniert. Und nein, ich möchte keine Fische, ich möchte eine Flaschenpost simulieren. Und zwar werden wir jetzt eine Flaschenpost von diesem Ort verdriften lassen in der Nordsee. Oi. Entschuldigung, das klappt noch nicht ganz so gut, wie ich das gerne wollte. Okay. Schön, wenn man was live plant. Okay,
Wir lassen jetzt eine Flaschenpost am 5.5.2014 um 16 Uhr verdriften, und zwar 20 Tage lang. Und sie geht auf relativ geradem Wege Richtung Osten und bleibt dann so ein bisschen auf der Stelle. Upsa. Und diese Zickzack-Bewegung, die wir die ganze Zeit gesehen haben, das sind die Gezeiten. Also in der Nordsee haben wir einen sehr starken Einfluss von Gezeiten. Also das war immer so dieser ungefähr 8-Stunden-Rhythmus, Ebbe, Flut, Ebbe, Flut, Ebbe, Flut. Und wir haben dann noch den Einfluss von Wind und Meeresströmung, die die Flaschenpost insgesamt in diese Richtung treiben. Seit der 5.5.2014, wir machen das jetzt nochmal an einem anderen Tag. Ich nehme jetzt einfach mal den 5.1.2021 und wir schauen jetzt wieder, wie sich die Flaschenpost von genau dem gleichen Punkt über 20 Tage ausbreitet. Wir sehen direkt einen Unterschied, also sie geht erstmal nach Süden und wir sehen wieder diesen Gezeitensignal und letztendlich landen wir mehr oder weniger vielleicht sogar an der gleichen Stelle, aber sie hat einen komplett anderen Weg genommen. Diese Seite ist übrigens einfach im Internet zu finden. Da kann man verschiedene Dinge driften lassen. Da ist der Windeinfluss dann unterschiedlich. Also Fischlarven, die komplett unter der Wasseroberfläche sind, haben nicht so viel Einfluss vom Wind. Und die Quietschente, die ganz auf dem Wasser sitzt, ist natürlich sehr windanfällig sozusagen. Genau, das war jetzt nochmal, um zu verdeutlichen, warum wir diese Rechnung mehrfach machen, öfter durchführen und uns unterschiedliche Orte, unterschiedliche Zeiten, Jahre, Saison angucken, um Aussagen darüber zu treffen, wie im Mittel oder ja, zu unterschiedlichen Jahreszeiten Dinge verdriften. Und jetzt kommen wir zu meinem aktuellen Projekt. Das geht um die europäische Auster und den Parasiten Bonamia. Die europäische Auster, Austria edulis, ist vom Aussterben bedroht. Also sie steht auf der roten Liste. Da gibt es so verschiedene Kategorien. 0 ist ausgestorben und 1 ist vom Aussterben bedroht. Und es geht, glaube ich, bis 10 oder ungefähr. Und die europäische Auster ist auf Level 1. Also sie ist wirklich, danach kommt nur noch ausgestorben. Also sie ist wirklich sehr, sehr stark bedroht. Und es gibt verschiedenste Projekte zur Wiederansiedlung dieser Auster an der kompletten europäischen Küste. Das sind, ja, die meisten sind wissenschaftlich geführt und das Ganze, wir haben so einen Verbund, die Native Oyster Restoration Alliance, also ja, eine Allianz sozusagen, um diese Protokolle und diese Wiederansiedlungsversuche unter einem Schirm voranzutreiben und möglichst effektiv in möglichst kurzer Zeit zu den besten Erfolgen zu führen. Und diese Wiederansiedlungsprojekte sind unter anderem bedroht von Infektionskrankheiten, denn man legt sehr, sehr viel Wert darauf, dass alle Austern, die wieder angesiedelt werden, gesund sind. Also die sind wirklich sehr hart selektiert. Die sind gesund und alle Krankheiten, die sozusagen, die sie sich fangen, kommen über Meeresströmungen rein. Die ja, mit größter Bedrohung ist Bonamia austrea. Das ist ein einzelliger Parasit, der sich in die Austernzellen reinsetzt. Also das Große hier ist eine Austernzelle mit einem Zellkern. Und diese kleinen Punkte, die man sieht, das sind die Bonamia-Zellen. Einzellige eukaryotische Parasiten, die in den Immunzellen sitzen. Also die schwächen letztendlich das Immunsystem der Austern. Und bei zu hoher Belastung führen sie dann zum Tod. Und die europäische Auster war mal sehr verbreitet, vor allen Dingen auch im Wattenmeer. Alles, was man heute im Wattenmeer findet, ich weiß nicht, keine Zahl, aber ich würde mal grob schätzen, 99% von den Austern, die man im Wattenmeer findet oder auch auf Sylt, sind pazifische Austern. Das ist eine invasive Art, also die ist eigentlich nicht heimisch hier. Aber die fühlt sich hier sehr wohl und hat sich extrem ausgebreitet. Und ja, alles, was mal die europäische Auster war, dort ist die jetzt nicht mehr zu finden. In Knallblau hier sehen wir die ganzen Wiederansiedlungsprojekte. Die sind wirklich überall an der Küste verteilt, in ganz unterschiedlichen Ländern. Und dunkelblau haben wir noch Aquakultur von der europäischen Auster. Es gibt auch noch ein bisschen mehr Aquakultur, aber die Daten sind nicht unbedingt sehr einfach zu finden.
Und in Rot hier ist Gefahr. Also in Rot, das sind alles Orte, wo schon mal diese Bonamia-Infektion gefunden wurde und wo sie schon mal festgestellt wurde, wo es Daten dazu gibt. Und die Frage ist jetzt, wie hoch ist das Infektionsrisiko für diese verschiedenen Wiederansiedlungsprojekte? Haben die alle das gleiche Risiko, dass sich Krankheitserreger dorthin verbreiten? Gibt es sozusagen sichere Häfen für die Wiederansiedlung? Das sind so die Fragen, die wir jetzt mit den Strömungsmodellen beantworten wollen. Dazu ist jetzt der erste Schritt, wie wir schon gesagt haben, erstmal das Ozeanmodell. Also wir brauchen erstmal als Grundlage die Strömungen hier in der Nordsee. Wie wir vorhin schon bei dem Live-Experiment gesehen haben, haben wir diesen starken Einfluss von Gezeiten. Also das ist auch wieder die Strömung dreht ja letztendlich. Und die Strömungsgeschwindigkeiten ändern sich auch sehr schnell und in kurzer Zeitspanne. Das ist sozusagen die Basis. Dann haben wir wieder die Lagrange Ausbreitung. In diesem Fall sind wir daran interessiert, wie sich Krankheitserreger von diesen infizierten Populationen, von denen wir wissen, dass sie infiziert sind, ausbreiten. Also das sind sozusagen unsere Startpunkte für die Ausbreitung. Und alles, was hier eingefärbt ist, das sind Orte, an denen die Krankheitserreger ankommen in einer bestimmten Zeit. Und je grün-gelber das ist, desto höher ist die Konzentration an Krankheitserregern. Das ist der zweite Schritt. Und als letztes kommt dann die Infektionsrisikoanalyse, wo wir einschätzen, wie hoch das Risiko für die verschiedenen Restaurationsprojekte ist. Die sind wieder hier in knallblau. In Rot und Orange haben wir jetzt die infizierten Austern. Rot sind die, die eine Konnektivität zu Wiederansiedlungsprojekten haben. Also Pathogene von hier, Krankheitserreger von den roten Populationen kommen bei einem oder mehreren der Restaurationsprojekte an. Entschuldigung, ich sage immer Restaurationsprojekte, hier steht Wiederansiedlungsprojekte, damit meine ich das Gleiche. Die Orangen Populationen hier sind infiziert, Krankheitserreger werden ins Wasser gegeben, mit Strömung verbreitet, aber sie kommen nicht, sie stellen keine Gefahr dar für die Wiederansiedlungsprojekte, weil sie einfach in eine andere Richtung verdriftet werden oder nicht so weit kommen. Und jetzt haben wir hier in Grau das Infektionsrisiko, also pro oder Wiederansiedlungsstelle haben wir hier einen Kreis, entweder keinen, also kein Risiko, einen kleinen, einen mittleren oder einen großen Kreis, die das Infektionsrisiko darstellen. Und das ist jetzt berechnet daran, wie viele Krankheitserreger in einer bestimmten Zeit an diesen Wiederansiedlungsprojekten ankommen, dort verbleiben und somit ein Risiko darstellen für die Infektion. Zum Beispiel hier, wo wir wirklich sehr viele infizierte Austern haben und das Restaurationsprojekt mittendrin ist, ist das Risiko sehr hoch. Also wir würden jetzt erwarten, dass hier ziemlich viele Austern infiziert sind. Wobei zum Beispiel hier, wo es auch mittendrin ist eigentlich, das Risiko geringer ist. Also hier werden viele von den Krankheitserregern in eine andere Richtung verdriftet. Die verbleiben nicht hier in diesem Bereich und dementsprechend ist das Risiko geringer. Wenn man jetzt hier um die Kurve geht sozusagen, ist das Risiko noch geringer. Also da kommt dann schon wieder ganz wenig an. Genau, das ist Work in Progress. Also das ist, daran arbeite ich noch aktuell und versuche die Einschätzung und die Parameter, die wir benutzen, besser zu machen, realistischer zu machen. Und letztendlich würde ich natürlich gerne Daten bekommen von den Restaurationsprojekten, die mir sagen, ob meine Vorhersagen stimmen. Ja, die Frage war, wie weit verbreiten sich Krankheiten im Meer? Und die Antwort ist keine einfache und ich kann auch jetzt nicht mit einem Satz sagen, wie weit sie sich verbreiten. Es kommt auf den Fall an, es kommt auf den Krankheitserreger an, auf den Ort, den wir uns anschauen, auf die Jahreszeit, die wir uns anschauen. Und ja, Ozeanmodelle sind auf jeden Fall ein sehr spannendes Tool an dieser Schnittstelle von Physik und Biologie, um diese biologischen Fragen eben zu beantworten oder der Antwort zumindest etwas näher zu kommen. Und ja, am Ende ist mir noch wichtig zu sagen, dass Wissenschaft Teamarbeit ist und
Ohne viele gute und nette Kollegen könnte ich hier nicht sein und das alles vorstellen. Also vielen Dank an die Arbeitsgruppe und meine Kollegen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und ja, ich freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Lara, für den Vortrag. Das ist ein Thema, was wir so auch noch nicht hatten. Wir hatten mal Plastikausbreitung, aber noch nicht Krankheitsausbreitung mehr. Du hattest da ja in der Darstellung von der Webseite auch, dass man Plastik verteilen kann. Sowas in der Richtung hatten wir schon, aber eben nicht mit Krankheitserreger. Bevor wir gleich in die Fragerunde gehen, wir haben hier schon mal ein paar Fragen aufgeschrieben, wollte ich noch eben einmal kurz eine Ankündigung machen. Wir haben zwei Sachen, die anstehen. In zwei Wochen ist der nächste Vortrag von Annika Brieber. Sie ist am Klimahaus in Bremerhaven für die Leute, die aus der Region kommen, unter anderem für die Wissenschaftskommunikation auch zuständig und wird einen Vortrag halten über die Geschichte und Forschung des Deutschen Wetterdienstes. Also ein bisschen zurückblickend und in die Zukunft, was der Deutsche Wetterdienst so macht. Und alle von uns kennen den Deutschen Wetterdienst indirekt, indem wir auf Wettervorhersagen schauen. Das kommt gerade für Deutschland ganz häufig vom Deutschen Wetterdienst, weil er dafür zuständig ist. Und die Woche drauf ein außerplanmäßiger Vortrag, beziehungsweise unsere Experimentierfreudigkeit in der Hinsicht, dass wir mal ein Interview führen wollen, statt eines einfachen Vortrags. Hans-Otto Pörtner wird auch vom AWI wird Rede und Antwort stehen. Er ist sehr involviert in die IPCC, also in die Intergovernmental Panel for Climate Change, die Vorhersagen oder beziehungsweise diese gesammelten Berichte herausgeben, wie der Zustand des Klimas auf der Welt ist und wie sehr es sich vielleicht verändern wird. Er ist da sehr aktiv und einer der großen Mitspieler, wenn es darum geht, diese Berichte zusammenzustellen und die wissenschaftlichen Grundlagen da einfließen zu lassen. Das wird sehr interessant und da rufen wir alle auf, gerne auch Fragen uns zu schicken, damit wir die Fragen direkt an unsere Bürger weitergeben können. Genau, und damit wollen wir eben, ich muss mal einmal gucken, ob wir Fragen im Chat zurzeit haben. Gerne die Fragen in den Chat schreiben, wenn welche da sind. Wir leiten die dann sofort weiter. Das ist ja immer ein bisschen zeitlicher Versatz. Also solange es noch nicht der Fall ist, wollte ich mal schon mal anfangen mit der ersten Frage. Du hast am Ende erwähnt, dass man das dann auch auswerten möchte, ob diese Vorhersagen zum Beispiel zutreffend sind. Weißt du davon Situationen, wo das schon mal gemacht wurde und dass man herausfinden konnte, dass das tatsächlich potenziell ganz gut funktioniert? Also jetzt nicht unbedingt nur bei Austern, sondern vielleicht auch bei anderen Situationen? Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen der heilige Gral sozusagen, dass man verschiedene Datensätze vergleichen kann und dass man auch echte Informationen aus dem Feld hat. Mit den Simulationen kann man halt relativ schnell sehr viele Daten generieren und sehr viele Szenarien durchspielen. Es ist immer wichtig, dann einzelne Szenarien vielleicht zu vergleichen. Ein Beispiel, wo das sehr gut geklappt hat und was auch, glaube ich, vielleicht sogar das erste Beispiel war aus der Karibik. Da gab es ein Hummervirus, der in relativ kurzen Zeitraum auch über 1 oder 2 Jahre sozusagen durch die ganze Karibik gewandert ist und die Hummerpopulation dezimiert hat. Und man wollte wissen, ob das ein Virus ist, der sich einfach übers Wasser verbreitet. Dann würde der Virus immer nur 2 Tage Zeit haben, weil danach sterben die Viruspartikel im Wasser. Also er hätte dann immer nur 2 Tage Zeit, um sozusagen zum nächsten Hummer zu kommen. Das heißt, es hätte sehr lange gedauert, bis die ganze Karibik infiziert war. Die Alternative war, dass Hummerlarven, die sich auch mit Meeresströmungen verbreiten, infiziert sind und die dann eine Larvenphase von bis ein paar Wochen haben und immer ein paar Wochen haben, die Virusinfektion an einen neuen Platz zu bringen. Da konnte man über Ozeanmodelle zeigen, dass halt Meeresströmungen wirklich die infizierten Larven verbreiten und man so diese Infektionswelle rekonstruieren konnte. Das ist ja auf jeden Fall mal was, wo man sagen kann, da hat man was rausgefunden dadurch auch, ne, dass das dann wirklich funktioniert hat. Ja, solche Datensätze sind halt sehr selten, weil
es sehr, sehr viel Aufwand ist, so eine Krankheitswelle zu verfolgen. Man muss immer an der richtigen Stelle sein, zur richtigen Zeit, dass man wirklich mehr oder weniger den Anfang, das Ende so mitbekommt und nicht auch keine Zwischenstopps verpasst. Also das ist einfach sehr, sehr schwierig und solche Datensätze sind extrem selten. Super. Vielen Dank auch für den großartigen Vortrag. Ich gebe mal eben an Julina weiter, die hat nämlich eine Frage aus dem Chat. Genau, wir haben inzwischen Fragen aus dem Chat. Martin Gerken würde gerne wissen, ob die Verschleppung auch über Schiffe und Abwassertanks schon Teil von deinem Modell ist. Ja, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Ist es noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Weg, wie Krankheiten sich noch weiter verbreiten können, auch Gegenströmungen. Und in ungefähr in die gleiche Richtung geht zum Beispiel auch in der Aquakultur, gerade auch bei den Austern, der Versatz von Austern. Also man züchtet die oft an einer Stelle für so ein Jahr, dann transportiert man sie an eine andere Stelle, da werden sie dann nochmal für ein Jahr gehalten. Also man hat da relativ viel auch Austausch, der durch die Kultur provoziert wird sozusagen. Bei den europäischen Austern jetzt nicht ganz so viel, weil es davon nicht ganz so viel in der Aquakultur gibt. Aber ja, wir spielen wie immer auch eine große Rolle beim Transport. Ja. Super, Laura, das war wirklich cool. Ich habe eigentlich ein paar Site Surveys in Neuseeland gemacht für Lachs Farm. Und ich kenne sehr gut, wie wichtig es ist für die Strömungsmessung, für die Gesundheit von dem Fisch oder Ostern. Ich finde, es ist ganz cool, dass die Modelle eigentlich da sind. So, ich fand das sehr, sehr interessant gefunden. Danke. Danke. Und wir haben andere Leute in der Chat mit anderen Fragen. Also Thomas Blüter hat eine gute Frage, aber es ist ein bisschen erstreckende Frage auch. Er fragt, gibt es Viren oder Parasiten ins Meer, die auch auf Land Augetiere bzw. den Menschen überspringen können? Genauso wie Corona eigentlich. Ich meine, das ist jetzt nicht ganz meine Expertise. Mir fällt, also sowas Ähnliches wie Corona fällt mir jetzt nicht ein. Es gibt immer mal wieder Fälle, zum Beispiel im Sommer, wenn das Wasser sehr warm ist, dann vermehrt sich alles generell eigentlich schneller, aber auch eben Bakterien. Und es gibt zum Beispiel Bakterien, das sind Vibrionen, die in sehr hohen Konzentrationen, wenn man eine Immunschwäche hat, gefährlich sein können. Aber das sind sehr viele Wenns. Und es gibt immer sehr, sehr wenige Fälle, aber es gibt sie, dass man sich da auch dann, da gibt es manchmal, ganz selten gibt es mal so Warnungen, dass man vielleicht nicht in der Ostsee schwimmen soll, wenn das Wasser irgendwie über 24 Grad hat oder so, weil dann die Gefahr bestehen kann. Aber dazu muss man auch dann immungeschwächt sein. Also aber dafür bin ich auch keine Expertin. Also es jetzt noch andere Zoonosen aus dem Meer gibt, das möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ja, dann auch ein weites Feld, ne, was man dann da alles potenziell wissen kann. Mit gerade so mit Virusinfektionen haben wir auch alle gelernt, wie komplex das ganze Thema ist. Ne? Super. Ich warte nochmal, ob da noch gleich was aus dem Chat kommt. Aber während wir nochmal warten, um den Leuten ein klein bisschen Zeit zu geben, habe ich mir hier auch noch eine Frage, die mir auf der Zunge liegt. Wenn ihr jetzt diese Studien macht, hat das dann, also ich vermute mal, man kann dann am Ende vielleicht entscheiden, wo man Austern dann wieder ansiedelt, um das Risiko zu minimieren. Gibt es aber noch andere Konsequenzen, dass man tatsächlich in irgendeiner anderen Form vorbeugen kann? Ich meine, irgendwie, man kann wahrscheinlich nicht Antibiotika ins Meer kippen in der Hoffnung, dass dann alles andere darauf reagiert, sondern aber ob es irgendeine andere Methode gibt, dann Schutz zu betreiben, wenn man sowas hat. Jetzt nicht nur unbedingt bei Austern, sondern ganz generell auch bei den Hummern, die du erwähnt hast oder so. Ja, also behandeln kann man die jetzt in dem Fall nicht. Genau,
Für die für die Wiederansiedlung, ja, würde ich sagen, wäre eine Konsequenz, entweder bestimmte Stellen auszuwählen, die sozusagen sicher sind, dass sich die Population erstmal vergrößern kann, stabiler werden kann. Je größer die Population, desto besser kann sie halt auch Krankheiten wegstecken. Also man möchte erstmal, dass sich wirklich was Stabiles, ein stabiles System entwickelt. Also da, ja, habe ich die Hoffnung, dass das vielleicht dazu beitragen kann, gute Plätze auszuwählen. Zum Beispiel benutzt man diese Methoden auch in der Lachs-Aquakultur, also wirklich eher aus einem kommerziellen Interesse dann, um die Verbreitung von Lachsläusen sich anzuschauen. Da kann man dann sozusagen Superspreader identifizieren, also Lachsfarmen, die wirklich eine sehr hohe Konnektivität haben, ganz viele Krankheitserreger verbreiten, zu ganz vielen Stellen wirklich so eine hohe Quelle sind. Da kann man dann theoretisch überlegen, ob man die rausnimmt, sozusagen so eine Feuerschneise legt, indem man bestimmte Aquakulturen versetzt oder woanders betreibt, die nicht so stark verbunden sind. Oder ob man zum Beispiel das bei Austern kann man so ein bisschen das in der Aquakultur das Austern sammeln anpassen. Also die Zeit sozusagen, wenn es noch etwas kühler ist, wenn die Infektionsraten noch nicht so hoch sind, dass man einfach die Tiere vorher absammelt, bevor sich so eine große Infektionswelle ausbreitet. Also das ist auch eine Möglichkeit, wenn man weiß, dass es irgendwie so ein Hotspot für Krankheitsverbreitung, dann kann man da so ein bisschen gucken, dass zu einer kritischen Zeit nicht ganz so viele im Wasser sind, zum Beispiel. Mega, mega spannend auf jeden Fall. Genau, wir haben noch keine weitere Frage im Chat gefunden, aber ich hätte auf jeden Fall noch eine Frage an dich, in der Hoffnung, dass du was dazu sagen kannst. Du hattest am Anfang ja diesen coolen Vergleich gebracht von, wenn zwei Räume weiter jemand also eine Virusinfektion hat oder sowas, bist du in deinem Zimmer wahrscheinlich eher nicht unbedingt der Gefahr ausgesetzt, aber im Meer können Krankheitserreger ja bis zu Kilometer weit kommen und auch weiterhin ansteckend bleiben. Kann man sagen, was da der Unterschied ist und warum das im Meer, also warum sie im Meer weiterhin ansteckend sind, während in der Luft eher nicht? Ja, also ein Grund ist, dass Meeresströmungen relativ schnell sind. Also da sind wir bei durchaus mal 1 Meter pro Sekunde oder so in eine Richtung. Da kommt man dann in relativ kurzer Zeit auf ein paar Meter zusammen. Also ist einfach schneller als jetzt unbedingt Luftbewegung. Und einige Krankheitserreger im Meer, zum Beispiel die Bonamia von den europäischen Austern, die überleben einfach länger. Also die überleben 1 Woche in Seewasser, während jetzt so ein Virus oder so, mit dem wir uns jetzt über die Luft anstecken können, ein paar Stunden lebt. Also die haben einfach dann auch länger Zeit, in der sie infektiös sind, sich zu verbreiten und einen neuen Wirtsorganismus zu finden. Also ja, sowohl andere räumliche als auch teilweise andere zeitliche Skalen. Genau. Oh, sorry, ja. Wir haben eigentlich noch eine Frage von Thomas von früher. Und er hat gefragt, es ist auch eine gute Frage. Kann das Modell auch für die Simulation der Ausbreiten von Schad beziehungsweise Giftstoffen verwendet werden? Und es tut mir leid, ich kenne, dass das Meinung von Giftstoffen ist, aber ich hoffe, dass du das kennst. Lache. Ich werde Ja. googeln, sehr, sehr kurz. Ja, genau. Also ja, das kann man auch vorhersagen. Also das wird auch benutzt. Sind dann letztendlich auch passiv driftende Partikel oder Schadstoffe. Kann zum Beispiel schauen, was aus Flüssen kommt, wenn da viel Landwirtschaft ist oder so, wie weit der Einfluss davon reicht, wie weit das verbreitet wird. Das ist ja dann teilweise auch was
deutlich stabiler noch im Wasser ist als irgendwelche Krankheitserreger, also was deutlich länger noch auch schädlich sein kann, wahrscheinlich teilweise über Jahre. Genau, ja, dafür kann man die Modelle auch benutzen. Also da sind ja sehr viele Anwendungsmöglichkeiten, sehr viele Schnittstellen, die man da irgendwie bearbeiten kann und ja, sehr viele spannende Fragen. Vielen, vielen Dank nochmal für den tollen Vortrag und für diesen Einblick in die jetzt um das Mathematik oder um den Fachbegriff Lagrange-Partikel-Verfolgung, also alles, was sich bewegt in irgendeiner Form, was du uns hier so schön vorgestellt hast am Beispiel von Krankheiten. Das war sehr interessant, auch mit den ganzen Sachen, die man so sich im Meer potenziell als Fisch alles einfangen kann oder als Seestern. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, die im Nachgang gekommen sind oder das ihr noch im Nachgang seht, dann schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Wir versuchen immer, das noch zu beantworten, indem wir nochmal Kontakt zu den Vortragenden herstellen. Und damit entlasse ich uns und euch alle in einen wunderschönen Donnerstagabend. Hier gibt es morgen in Kiel eine Sturmflut. Also mal sehen, wie das anders ist in anderen Städten. Und wünsche euch eine gute Nacht. Und damit sagen wir